Herzlich willkommen, Leute, zu einem Video, auf das ich mich unglaublich gefreut habe. Und zwar ist die neueste Map von Blackout ja Alcatraz geworden aus Mob oder Blood of the Dead, wie auch immer ihr das sehen wollt. Natürlich noch ein bisschen erweitert mit unterschiedlichen Orten, dass die Insel größer ist, damit sie auch für den Battle Royale Modus geeignet ist. Und ich habe eine Runde mit Randoms gespielt, weil es war zu dem Zeitpunkt nur möglich, mit Squads zu spielen. Und dazu kommt, einer unserer Squad-Mitglieder hat uns bereits verlassen. Es ist meine allererste Runde in Blackout, also auf Alcatraz gewesen. Und die möchte ich euch heute zeigen. Viele von euch wissen ja, dass COD Blackout für mich immer noch einer der besten Battle Royale Titel ist, an dem ich am meisten Spaß hatte. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, mich ein bisschen supporten könnt und diese wunderschöne Runde genießt, denn es ist wirklich geil geworden und ich finde die Map super. Sie werben ja mit Close Quarters, das heißt, die Map ist nicht besonders groß und sie bedienen sich einer neuen Art von Spielmodus, also von Spielprinzip. Das werdet ihr auch gleich sehen. Denn man respawnt am Anfang des Matches noch automatisch. Also du kommst bis zur letzten großen Zone, spawnt dein Squad wieder und du landest wieder von oben und fliegst wieder runter. Du verlierst ja deinen ganzen Loot und deine Ausrüstung, wie die Rüstung und so weiter, klar, aber du hast noch die Chance, nochmal zurückzukommen. Und, entschuldigt bitte, ganz so schlecht finde ich das nicht. In dieser Art von Spielmodus, ich würde es jetzt vielleicht dann nicht mehr ganz Battle Royale nennen oder einen Untertitel für den Modus, aber die Idee finde ich eigentlich ganz nice, so wie sie es umgesetzt haben, kein Wiederbeleben von Spieler zu Spieler, sondern eher, okay, ihr habt am Anfang Zeit zu looten, euch Kills zu farmen, euch den besten Shit zu holen, aber wenn es dann ernst wird, dann ist Respawn aus. Und schauen wir uns das einfach mal an. Ich bin noch nicht im Gefängnis. Es laufen auch Zombies rum, was der Obershit ist. Ja, es ist PvPVE und das finde ich super nice. Sondern du hast auch andere Spieler. Es sind, glaube ich, immer noch, oh Gott, ich weiß es jetzt gar nicht, wie viele Leute spielen, 32? Ich habe nicht drauf geachtet am Anfang, entschuldigt bitte. Ich glaube aber, es sollte trotzdem für die ganze Gruppe ausgelegt sein. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass Action war. Hier in diesem kleinen Gebäude, wo man den Strom anmacht, wo wir gerade waren, hatte ich ein Gegnerteam gefunden. Und ich war natürlich so blöd und bin erstmal irgendwie von Duo ausgegangen, als von Squad. Ich hole dir den zweiten von dem Team. Ich finishe natürlich, damit der neu spawnen muss und nicht aufgehoben werden kann. So verliert er ja auch sein Loot. Und er kommt mit einem Vorschlaghammer, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. So, jetzt steht er down, but not out. In 10 Sekunden spawne ich neu und ich schaue meinen beiden Teammates zu. Die sind übrigens unten bei dem Simon Says Easter Egg und haben mir einen Solospieler geholt. Ich glaube, wenn aber in dieser Zeit you're down but not out, dein ganzes Squad stirbt, bist du auch raus. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist so. Wenn dein ganzes Squad gleichzeitig down ist, bist du ausgeschieden. Nur eine Theorie, kein Confirmation. Ja, das ist nämlich, wie gesagt, meine erste Runde gewesen. So, du spawnst mit Pistole ohne Rüstung. Das heißt, ich habe jetzt auch wirklich einen Nachteil. Bin halt ohne alles da. Made mit T3-Rüstung ist schon mal ganz gut. Und glaubt mir, Leute, es wird insane. So, wir heben mal hier eine Cordite auf. Haben natürlich jetzt nur 48 Muni. Ich muss ein bisschen aufpassen, denn ihr wisst ja, hier sind auch gerade Gegner gestorben. Die können ebenfalls einfach wieder landen und so weiter und so fort. Also, du bist nie sicher. Da ist gerade einer reingekommen und der wird natürlich erstmal gedownt. Ich finde es schön, dass man doch so schnell down geht. Da kommt einer durchs Fenster, der wird gedownt. Da kommt einer von oben. Ich hole einen Drähten, ja. So, wir finishen natürlich. Ne? Jeder Respawn ist ein Nachteil für den Gegner. Und ich glaube, von denen lebt halt noch einer. Da lag jetzt ein Granatwerfer. Meine Cordite ist auch out of ammo, deswegen hebe ich einfach die Pistole auf. Ich habe das Loot-System komplett nicht mehr drin. Ja? Ich weiß nicht, auf was ich achte. Und da kommt ein Vorschlaghammer. Hier habe ich den Vorschlaghammer schon lieben gelernt. Ja, man muss erst auf der anderen Seite stehen, bevor man ihn tragen darf. Und ja, wir hatten hier mehrere Leute gedownt schon. Ich glaube, 5 Leute haben wir mittlerweile gedownt. 4 davon haben wir gecleant oder 3 davon haben wir gecleant. Ein paar wurden dann wieder aufgehoben. Ist ein semi-guter Start. Wir kommen sogar nochmal zurück. Und jetzt wird es halt schon knapp. 25 Leute noch insgesamt drin. Dieses Haus hier extrem umkämpft. Hier war ich ja schon öfter dran. Sind natürlich jetzt auch keine Waffen mehr drin. Heißt, lootmäßig wird es immer schlechter. Mate von uns geht down. Hier kommt einer von hinten. Ich halt nur mit einer Pistole bewaffnet. Und jetzt, aufgrund dessen, dass ich dachte, wenn mein ganzes Squad stirbt, sind wir raus,
bin ich erstmal ein bisschen weggegangen. Weil ich weiß nicht, ob die halt wirklich nur wiederkommen können, wenn ich noch am Leben bin. Deswegen bin ich abgehauen und habe mich natürlich auf den Kampf eingelassen und heimlich erstmal. Ist ja vielleicht auch nicht so unschlau. Und hier laufen halt Zombies rum, ja. Ein bisschen anschießen, aber wieder in Deckung gehen. Da ist ein Zombie, alles klar. Und jetzt stelle ich mich kurz in die Ecke, bis mein Team halt wieder da ist. Der Zombie muss jetzt auch nicht unbedingt an mich reinkommen. Kann nicht einschätzen, wie viel Damage der macht. So, Team ist wieder da. Deswegen können wir hier weitermachen. Und jetzt haben wir halt ein Messer. Und ich dachte mir, ich wurde so von dem Hammer geholt. Let's go. Bowie Knife und Pistol. Das soll mein Loadout fürs Battle Royale werden. Okay, dann soll es so sein. Ja, wir laufen mit dem Messer los. Ja, wir sehen die Schüsse. Schön außenrum. Richtig strategisch. Wir sliden rein. T3-Rüstung. Schlitz, ja. Ein T3-Dude. Da ist einer mit dem Hammer und zack. Ja. Richtig nice. Zwei Leute hier abgemurkst und da lag er. Ja, erstmal meine Lieblingswaffe, also eine meiner Lieblingswaffen, wenn wir Battle Royale spielen. So, auch erstmal da die Ausrüstung draufpacken. Ein bisschen Bandagen kann auch nicht schaden. Da kommt ein Gegner. Ich wechsle dann auch auf die Saug und mache einen Teamkill. Das ist ein Cup. Aber sofern man seinen Mate wieder aufhebt, hat das vielleicht gar keiner mitbekommen. Ich wollte eben eine Bandage durchdrücken. Oh, Quatsch, ich hab ihn aufgehoben. Das heißt, wenn ich eine Bandage durchgedrückt hätte. So, wir wechseln die Saug. Gegen nichts anderes als den Homewrecker. So, wir haben Munition. Wir haben einen Hammer. Wir nutzen den Hammer und jetzt, sage ich euch, geht die Party los. Alter, jetzt kommt der Blutrausch sondergleich. Scheiß auf die FN. Wir haben den Hammer. Rüstung ist komplett RIP. Also, weil alle ja irgendwie, die sie aufgehoben haben, irgendwo gestorben sind, down gegangen sind und so weiter. Deswegen Rüstung im Endgame ist jetzt halt das Problem. Man könnte sie ja reparieren, aber dafür müsste man erstmal eine haben. Und ja, dann geht's halt jetzt. Dann müssen wir halt Action machen. So, wir haben 150 Leben. Wir haben einen Hammer. Ich glaube, mehr als das brauchst du nicht. Ja. Nee, Ross. Come back later. Eine Wunderkiste zu hören, aber ich zeige euch einen eigenen Wunderkisten-Sound und zwar den Hammer. Kaboom! Bandagen nimmt man immer mit und kriegt ja immer so ein bisschen Schaden. Da ist der nächste und boom! Es ist so doof und es macht so viel Spaß. Ja, wir heben wieder einen auf. Lage gecheckt. Nate außen und dann innen, falls er eben flüchten will. Ja, richtig smart von mir. Ich nehme einfach nochmal die kaputten Platten mit. Man kann vielleicht noch einen Charakter freischalten, ist ja egal. So. Irgendwas in die Tasche ist schon nicht schlecht. So, Reduce Damage from Explosives, das ist natürlich ganz geil. Und hier das Lung Perk. Warum halt nicht, ja? So, los geht die wilde Fahrt. Gegner. Hammer. Nacken. Lass knacken mit dem Hammer, Leute. 12 Kills. Ich check ein bisschen die Sache. Da kann ich Rüstung reparieren. Das habe ich gerade da auch zum ersten Mal gesehen. Da zu dem Zeitpunkt habe ich ja nicht gespielt. Hab keine Rüstung. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Und ja. Ihr habt da hinten gerade einen Gegner gesehen. Und die Zone schließt sich langsam. Ich glaube, oben rechts das Symbol bedeutet ab jetzt auch kein Respawn mehr. Das heißt, wir haben die letzten Gegner. Ab jetzt wäre es also kritisch, wenn man down geht. Und wir haben schon gesweept. Ja? Wir waren schon clean am Start. So, und jetzt geht's los. Rein in das Haus. Hier liegen 100 Leichen. Da kam einer. Kriegt den Hammer. Bam. Der zweite. Er wird gefinished. Wir machen die Tür ein bisschen zu. Da kommt einer hoch. Er hat eine Gun. Bisschen vorsichtig. Tür zu. Bisschen auf die Sounds achten. Man weiß ja nie, von wo er kommt. Tür auf. Boom. Wieder down. Mit den gedownten Spielern kann man auch Leute anlocken. Wir machen eine Tür zu. Damit wir wieder ein besseren Überblick haben. Tür geht auf. Boom. Nächster. Und boom. Ich bin der Meister des Hammers. So, und siehe da, unser Squad, wo noch ein Spieler sowieso am Anfang gelieft ist. Wir leben noch zu dritt. Und es lebt noch ein Gegner. Unser Mate ist down. Hier bei mir im Haus. Bisschen auf die Sounds achten. Zone kommt.
Deswegen, ich gehe schon mal bereit. Ja, ihr seht, der Kreis wird sich jetzt in sich zusammenziehen, also bis zum Ende. Jetzt habe ich das Gefängnis halt einfach gar nicht gezeigt, weil ich die ganze Zeit draußen war. Aber ihr habt da gesehen, wo wir den Strom angemacht haben, wo das Simon Says Easter Egg war. Ja, wir haben ein paar Zombies gesehen und jetzt meine Ecke. Die Zone wird kleiner. Wir haben ihn gehört, er war in dem Haus. Ich habe die perfekte Posi. Die Zone kommt, Skykiller auf der anderen Seite. Das Haus ist nicht mehr drin. Da sind die Steps. Und jetzt kommt der Hammer. Boom! Und wir gewinnen das erste Match auf Alcatraz mit 18 Kills, wovon ich, keine Ahnung, 10 im Nahkampf verprügelt habe. Mindestens 10. Wenn euch die Runde gefallen hat, würde ich mich sehr über euren Support freuen. Ein kleiner, kurzer Spaß. Ich liebe die Map. Ich finde Blackout immer noch super. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es kam gut bei euch an. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao.